Hi Leute, hier ist wieder eure Skaterissa zu einem neuen Part von Pokémon Kolosseum, wieder in Orkus. Ihr wundert euch jetzt sicher, warum jetzt Orkus? Ja, es ist so gewesen, im letzten Part war ich ein wenig verwirrt, was die ganze Situation angeht. Ich war auch eigentlich in einer Partaufnahme bei Grant, aber die musste ich leider abbrechen. Und da Grant nichts gesagt hat, habe ich jetzt einfach nur Heil-Items gekauft und bin dann, naja, bin dann halt wirklich aufgebrochen, wieder hierher zurück zu gehen mit ein paar Highlight-Items im Schlepptau. Und ich habe mir gedacht, wir könnten es ja jetzt mal mit dieser komischen Disk hier versuchen. Und keine Ahnung, vielleicht mit dieser V-Disk kommen wir vielleicht weiter. Habe ich mir jetzt so überlegt, weil der Kurs vorne. Das habe ich mir nämlich gedacht, weil die Stadt scheint ja nun etwas größer zu sein. Dann können wir uns vielleicht ein wenig hier umsehen. Diese Szene habe ich so, glaube ich, in diesem kleinen Vorabschnitt vor dem Spielbeginn, den man da hat, gesehen. Ihr kennt das doch sicher, diese kleinen Vorabschnitte, die es da gibt. Und was ist das? Was ist das für ein seltsamer Ort? Ein Kräuterladen. Ach, das ist dieses bittere Zeugs, ja. Ich erinnere mich, es ist effektiv und wirkungsvoll. Es ist auch eigentlich ein bisschen billiger teilweise, weil das hier zum Beispiel war ein Toppeleber. Aber es ist saubitter und das ist wiederum schlecht, gerade wenn, weil Bitterkeit, bittere Items sinken normalerweise die Freundschaftspunkte von Pokémon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich glaube, das könnte dann auch die Krypto-Pokémon so ein bisschen, ja, stimulieren, dass ihre Leiste nicht sinkt, sagen wir es so. Wurzeln und Kräuter schmecken bei Pokémon ganz, wirken bei Pokémon ganz toll, aber leider schmecken sie nicht so gut. Ich selbst habe zwar etwas noch nie genommen, aber es muss unglaublich bitter sein. Naja, gute Medizin muss bitter schmecken. Aber nicht so bitter. Was sagst du? Was? Weißt du, wo meine Farmröhre ist? Wo ist meine Fahne? Ich habe keine Ahnung, was er meint. Ist das dieser... weißt du, wo meine Fanbrüfe ist? Wo find meine... Ah, das ist eine Anspielung auf die erste Generation, oder nicht? An den Wächter der Safari-Zone. Wo sind meine Zähne? Also, der sucht seine Zähne. Das habe ich verstanden. Okay. Das heißt also, dieser alte Mann sucht seine Zähne. Dann sind das wahrscheinlich wieder Goldzähne. Und ja, das ist eine Anspielung auf die erste Generation. An diejenigen, die die ersten drei Pokémon-Spiele, also Rot, Blau und Gelb, nicht gespielt haben. Erstmal schämt euch. Entschuldigung, aber das muss man gespielt haben. Einfach, um den Nostalgiewert mal gesehen zu haben, muss man das mal gespielt haben, meiner Meinung nach. Natürlich, wer Pokémon jetzt nicht mag, muss das jetzt nicht spielen, aber... Generell, man sollte die erste Generation einfach mal gespielt haben. Einfach um zu wissen, wie das Ganze angefangen hat. Wie Pokémon so groß wurde. Ja? Und dann sollte man die Kristall spielen, meiner Meinung nach, weil die Kristall episch war und bis heute immer noch meine Lieblingsedition ist. Wobei, ich bin am Überlegen, wenn jetzt die Alpha Sophia zum Ende hin noch besser wird und die Data-Episode wirklich so gut ist, wie alle sagen, könnte der Kristall den Rang ablaufen. Aber ich will ja hier jetzt nicht darüber diskutieren, was für Spiele ich toll finde, oder nicht? Ja. Also hat jetzt keinen Hinweis gegeben, wo seine Zähne sind. Das ist natürlich doof. Und ach, hier ist ein Kolosseum. Ich selbst habe ja noch nie an einem Kolosseum, an einem Turnier im Kolosseum teilgenommen, aber die Preise sollen sehr interessant sein. Ich werde ganz aufgeregt, wenn ich mir vorstelle, welche Krypto-Pokémon man da bekommen kann. Moment, was? Was für ein Skandal! In dieser Stadt verteilen sie ganz offen Krypto-Pokémon. Ja, das ist ein absoluter Skandal. Und, wow, ich wollte eigentlich nur gucken, was das ist und nicht hochfahren. Ich glaube, das war nicht so gut. Wo sind wir hier denn? Oh. So, das ist eine Abkürzung aus Orkus raus. So, Moment. Unterirdische Stadt der Gesetzlosen, die von den Gangstern des Team Krypto kontrolliert wird. Okay.
Achso, ich wollte im Übrigen noch mal was beim geheimen Labor nachgucken. Wenn ich eh schon auf der Weltkarte lande, dann packe ich das doch da gleich mal rein. Weil ich hier auf etwas hingewiesen wurde. Ja, da ist es schon. Nämlich nicht von Cupcake, sondern von einer anderen Freundin, die auch mal Kolosseum gespielt hat. Die meinte, beim geheimen Labor gibt es eine böse Kiste, an die man nicht rankommt. Und da seien Heil-Items drin und ich soll mir die doch gefälligst holen. Gefälligst ist gut, aber da komme ich gar nicht ran. Moment. Komme ich da wirklich nicht ran? Wieso sagt sie mich, ich soll eine Kiste holen, wenn ich die nicht holen kann? Wahrscheinlich hat sie mich wieder falsch verstanden, wo ich gerade bin mit der Story. Na egal. Dann wissen wir halt fürs nächste Mal. Da sind, glaube ich, Heil-Items drin. Da müssen wir auf jeden Fall nachgucken. Na gut, gehen wir wieder runter nach Orkus. Aber es ist gut, nochmal diesen Sicherheitsausgang zu wissen. Ich weiß ja nicht, da die Venus da uns ja sowieso für Spione hält, ist das, glaube ich, ganz gut, einen Sicherheitsausgang zu kennen. So, und was ist hier hinten? Sag mal, Kumpel, glaubst du, dass an dem ganzen Gerede von Spionen in Orkus was dran ist? Nee. Wirklich? Schade, mein Makuhita hätte sie so gerne vermöbelt. Hita, Hita. Ja. Und was ist, wenn ich ja antworte? Wirklich? Na, keine Sorge, mein Makuhita wird sie gründlich verprügeln. Okay, das ist eine recht einseitige Diskussion und auf jeden Fall wissen wir jetzt, wo wir umsonst die Pokémon heilen können. Oder können wir sie da überhaupt umsonst heilen? Und wir haben auch noch einen Speicherpunkt gefunden. Das ist auch sehr gut. Und ja, wir können hier umsonst heilen. Das ist sehr schön. Obwohl ich meine Pokémon eigentlich vor der Aufnahme vitalisiert habe. Also geheilt habe. Gut. Und falls ihr zwischendurch mal den Controller hört, das müsstet ihr, glaube ich, in fast jeder meiner Aufnahmen, dann tut mir das ehrlich leid, aber das liegt halt am Mikrofon. Und ach, da hinten war auch noch eine Kiste. Aber an die komme ich, glaube ich, noch nicht ran. So. Nein, wir sind doch nicht die Spione, seid ihr bescheuert? So, was ist eigentlich hier hinten mit diesem Signalzeugs da? Da will ich mich nochmal umsehen. Ja, beides ein Genie. Ja, okay. Gut, aber mehr sagt ihr uns jetzt auch nicht. Das ist doof. Dann wüsste ich vielleicht mal was. Ja, das weiß ich. Wo das Labor ist, kann ich mir jetzt auch denken. Ach so, was ist eigentlich hier unten? Keine Truhe, nix. Das ist natürlich doof. Na schön, dann haben wir ja das schon mal erledigt. Ich wollte halt nochmal nachsehen, nur für alle Fälle. Was? Spione? Wo? Na, wir doch nicht. Wir sind doch keine Spione. Was erwartest du von uns? Na gut, scheint ja so, als wenn nichts weiter ansteht. Ich denke mal, dann sollten wir Richtung Kolosseum gehen. Ach so, muss ich erst wieder zur V-Disk-Maschine, zur Diskmaschine gehen, bevor ich überhaupt kann. Ja, gut. Gut, einfach nur bitte Ovo betreten, alles klar. Aber ich finde das sehr interessant, dass man tatsächlich mit diesen Ovo-Disks hier weiterkommt. Das hat was. Das ist cool. Nun gut, ich werde das jetzt so machen. Da ich ja in den Kolosseum nicht speichern kann und so weiter, werde ich hier schneiden. Beziehungsweise solltet ihr hier gleich, nachdem ich hier gesichert habe, einen Schnitt sehen, sagen wir es mal eher so. Dann musste ich das Kolosseum zu anderer Zeit nochmal aufnehmen. Weil das halt immer sein kann, dass ich zwischendurch mal schneiden muss, wegen Familie und so weiter. Und dementsprechend will ich mich da absichern. Also solltet ihr hier in der Nähe einen Schnitt sehen, dann wisst ihr, dass ich das mal tatsächlich kappen musste. Achso, nee, Moment, was ist denn hier unten? Okay, das will ich zuerst sehen. Das sieht interessant aus. Hier sind Warteräume. Da kommen wir nicht weiter.
Wer bist du? Hä? Wollt ihr ein Autogramm von mir, dem Sieger im Kolosseum? Nicht so wirklich. Okay, war doch nur ein Fehleralarm. Also, dann nochmal. Das mache ich im Übrigen, falls ihr euch wundert, warum ich das so oft sage, ganz einfach. Wenn ich das nachträglich bearbeite, ist es gut, einen Fixpunkt zu haben. Und deswegen sage ich das auch manchmal. Also, sollte hier irgendwo in der Nähe ein Schnitt sein, wisst ihr, dass ich das Kolosseum nicht an einem Stück aufgenommen habe. In diesem Sinne, sollte ich vielleicht nochmal das Team. Ja, sollte ich vielleicht nochmal. Gerade auch, weil Mogelbaum immer noch im Furio-Modus ist, sollte ich nochmal ins Lagersystem vielleicht gehen. Was sagen denn die Berichte der Team-Pokémon? Berichte. Okay, wir haben einmal das, dann haben wir das. Ja, gut. Okay, vielleicht sollte ich Capoeira mal raustun. Ist auch, glaube ich, besser, wenn ich nur mit einem Krypto-Pokémon tatsächlich jetzt so rumlaufe. Im Übrigen, hallo Hyrule. Dich müsste ich auch mal wieder mitnehmen. Ich weiß halt nicht. Ich Hyrule jetzt mitnehmen? Nee, ich glaube nicht, weil ich nehme lieber Cupcake mit. Ich will euch auch sagen, warum, damit es sich langsam in ein Altaria weiterentwickelt. Und das wäre mir doch ganz, ganz lieb, wenn das so langsam mal passieren könnte. Und ich glaube, Altaria war so Level 35, 36 Entwicklung. So in dem Dreh. Und deswegen, ja. So, nochmal die Anordnung überprüfen. So, ich werde am besten auch nochmal Z-Stein mit Cupcake in ein Team tun. Und ich würde sagen, Sven nach Tara kommen dann zusammen in Einsatz. Oder dazwischen halt im Wechsel. Dann Cupcake, Z-Stein, Mogelbaum, Sianna. Ja, das ist eine ganz gute Mischung. Da haben wir ziemlich viele Typen abgedeckt. Und wir haben auch noch ein Krypto-Pokémon drin, um notfalls mit einer Krypto-Attacke zu trollen. Also, das ist gut. Dann würde ich sagen, auf ins Kolosseum. Hallo, willkommen im Kolosseum von Orcus. Eben hat ein Turnier geendet. Die Anmeldung zum nächsten Turnier beginnt, sobald Madame Venus dem Sieger den Preis überreicht hat. Oh. Das heißt also, ich habe jetzt die ganze Zeit umsonst gesucht. Meh. Was mache ich jetzt? Was soll ich jetzt tun? Ich habe keine Ahnung. Das war mein einziger Anhaltspunkt. Puh. Und ich dümpel hier mal wieder 12 Minuten rum, ist ja ganz großartig. Ja, vielleicht sollte ich noch mal hier in der Ecke rumsuchen. Also über das Hotel hier raus und so weiter. Da, wo wir den Jungen gefunden haben wegen der Ersatzteile. Vielleicht hilft uns das. Was willst du? Okay. In Orkus hat es mal eine Bahn gegeben. Ja, da war doch was. Ah ja, hier. Da ist wieder der Junge. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Mal was ganz Neues. Ahnungslosigkeit. Was ist denn mit dir? Ja, Kids Network. Ja, weil er mit den Ersatzteilen hilft, Team Krypto aufzuhalten. So, was ist? Wenn man im Kolosseum das Turnier gewinnt, bekommt man von Madame Venus persönlich ein Krypto-Pokémon überreicht. Irgendwann werde ich auch antreten, hole mir dann mein Krypto-Pokémon. Aber vorher werde ich üben, und zwar mit dir. Okay. Dann trete ich mal gegen Rasa Pichio an. Besser als nix. Da haben wir wenigstens einen Kampf im Part. Gut, dann holen wir mal Sven raus und nach Tara, wobei ich wahrscheinlich Sven gleich auswechseln werde. Oder nach Tara, eher nach Tara. Damit ich dann. Damit ich dann Mogelbaum aus dem Furio-Modus holen kann. Damit es dann, sollten wir doch nochmal ins Kolosseum kommen. Da nicht so viele Schwierigkeiten gibt. So, dann würde ich sagen.
machen wir mal Flügelschlag auf Barschwa. Barschwa und Carpador sind jetzt nicht so die Gegner, deswegen ja, müssen wir da eigentlich nicht so viel befürchten. Also das Schlimmste, was wirklich sein kann, ist bei Carpador, soweit ich weiß, Dreschflegel. Das ist auch gefährlich, dass Carpador Dreschflegel einsetzen kann. So. Ja, und Tackle kann Carpador halt und Platscher. Das war's eigentlich soweit. Deswegen da mit einem Flügelschlag anzugehen, ist eigentlich ganz gut. Und außerdem sind es gute EP für Z-Stein. Ja, 234 und what the... Holy shit. Okay, zuallererst Wylord verwirren. Mogelbaum rufen. Alles klar. Gut, und Wylord. Das wird ein doch etwas heftigerer Kampf und ja, Platscher. Egal. Gut, Superschall hat erstmal gewirkt, das ist schon mal sehr, sehr gut. Im Übrigen, mal so ein Funfact, den ich mal irgendwo aufgeschnappt habe. Wusstet ihr eigentlich, dass Wylord erstens in so gut wie keine Arena passen würde von der Größe her? Und wenn man sein Gewicht und seine Größe in Relation sieht, müsste Wylord eigentlich fliegen. Und oh nein, jetzt kriegt Mogelbaum einen ab. Das ist schlecht. So, dann als nächstes Flügelschlag auf Wylord. Mogelbaum, du verlässt bitte wieder den Kampf und dann holen wir mal nach Tara rein. Dann brauchen wir uns zwei Bulky. So, Platscher, ja, nichts geschieht. Außer, dass er vielleicht noch Carpador sagen könnte oder sowas in der Art, aber das war's dann auch schon. So, mal sehen. Wylord ist verwirrt. Los, schlag dich selber! Schlag dich selber. Yes! Ich wusste es! Er schlägt sich selber! Yay! So, dann als nächstes, ja, beenden wir das Leid von Carpador. Dann machen wir noch eine Finte auf Wylord. Und dann sollten wir eigentlich noch ein bisschen Schaden machen. Solange die Verwirrung noch länger anhält, wird sich Wylord auch ein bisschen öfter verletzen. Aber Wylord, das wird wahrscheinlich ordentlich Erfahrungspunkte geben, wenn ich mich richtig erinnere. Naja. Gut, Carpador wird wahrscheinlich noch zwei Runden überleben, dann haben wir es weg. Es sei denn, ich... Ja, ich glaube, ich werde gleich mal... Ja, Surfer wird aufgehoben, aber nach Tara wird getroffen und das ist nicht gut. Mal sehen. Na, okay, das zieht auch nichts, das ist in Ordnung. Okay, dann würde ich sagen, diesmal ein Bodycheck auf Carpador, einfach damit wir es weg haben. So, und jetzt Wylord kriegt nochmal eine Finte ab. Okay. Carpador ist zäher als gedacht. Also wirklich zäher als gedacht. Und nee, Wylord ist nicht mehr verwirrt. Das ist schlecht. Okay. Naja, mit Erstauner kann er nicht wirklich was reißen bei Nachtara. Macht aber nichts. Okay, dann jetzt ein Flügelschlag auf Carpador und ich würde sagen noch eine Finte auf Wylord. Aber echt cool, dass man auch mal Pokémon wie Wylord hier sieht. Also so große. Im Übrigen, ich mag Wylord. Also ich finde es cool, dass man überhaupt mal so einen Wal in Pokémon reingenommen hat. Das ist echt cool. So, Carpador ist erledigt. Ja, 25 Erfahrungspunkte. Und Z-Stein bekommt 76. Das ist doch schon mal gut. So, Erstauner. Wow. Wylord hat echt nichts drauf. Entweder hat die KI nichts drauf oder Wylord. Okay, nochmal das gleiche Spiel. Finte, Flügelschlag, aber diesmal beides auf Wylord. So. Und damit haben wir den Wal ebenfalls erledigt.
nette Sterbeanimation, wie er noch so halb die Zunge rausstreckt. So. Gut. Wenn ich hier schon verliere, wie soll ich dann im Kolosseum siegen? Ne? Das ist auch so eine Frage. Moment, wie viel haben wir gerade gewonnen? 800? So in etwa? Ja. Das mag sein, dass du gegen die Leute im Kolosseum vielleicht gewinnst. Ich weiß ja nicht, wie gut oder wie schlecht die Leute im Kolosseum sind, dementsprechend. Kannst du da vielleicht Glück haben, junger Mann? So, mal sehen, was ist hier hinten? Was ist eigentlich mit dir? Draki, mein Kryptovorsitzender. Ja, der Gegner muss stark sein. Du stehst vor ihm. Aber das sollten wir lieber nicht zu laut in Orkus sagen. Hier will an jeder Ecke uns einer ans Leder. So, okay, das war doch nur eine Sackgasse. Aber ärgerlich, ich habe gedacht, dass wir ins Kolosseum können. Naja. Mein Schaden soll es jetzt nicht sein. Und eurer auch nicht. Deswegen sehe ich mich hier in Orkus ja noch ein wenig um, um vielleicht eine andere Spur zu finden, wo wir hin könnten. Ich meine, irgendwie muss es ja gehen, dass wir hier dich befreien können. Kann ich vielleicht mit ihm reden? Ach, tatsächlich! Ja, es ist tatsächlich Slam im Übrigen. Toll, und das hat uns nur knapp 20 Minuten und einen Kampf gedauert. Yes. Good job. Mehr oder weniger. Ah, Scarlett, ich bin es. Slam, du weißt doch, Slam, der Freund von Grant. Ich habe herausgefunden, dass die Gangster von hier aus Krypto-Pokémon nach Piritus schmuggeln. Dann bin ich hierher gekommen, um dann, naja, aber dafür habe ich den Wachen abnehmen können. Hier, versuch's. Erdisk. Ich glaube, das ist hier in Orkus ein ziemlich wichtiges Item. Ah, Slam, du hast uns sehr weitergeholfen. Im Ernst? Oh, wie cool ist das denn? Ja, das ist wahrscheinlich nach rechts oder rückwärts. Und Transporterbreitkurs Kurs rechts. Gut. Rechts, ja, noch da. Frage mich ja, wo man die linke UFO-Disk findet, damit ich an die Truhe komme, aber okay. Eine sehr verdächtig wirkende Fabrik. Ähnlich wie das in Piritus. Könnte es sein, dass da vielleicht Venus ist? Keine Ahnung. Aber ich denke mal, nachdem wir jetzt so lange rumgeirrt sind, sollte ich hier den Part auch beenden. Und dann im nächsten Part sehen wir, was sich da hinter diesem Gebäude verbirgt. Und vor allen Dingen kann ich dann jetzt nochmal speichern gehen und mich ein bisschen um meine Nase kümmern, weil die ziemlich verstopft ist. Deswegen beende ich hier auch den Part. In diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute, und bye bye!